Hallo, ich bin's Fritz und es gibt wieder ein neues Infovideo zum Thema Seven vs. Wild. In wenigen Wochen geht es los und das Ganze findet natürlich wieder auf Amazon Free bzw. Prime statt und hier auf diesem Seven vs. Wild YouTube-Kanal. Also auf jeden Fall schon mal ein Abo da lassen. Und heute geht es um das Thema, was ist eigentlich meine Rolle in der vierten Staffel? Ihr habt es ja mitbekommen, die 7 Teilnehmer sind schon verkündet worden. Das auf jeden Fall noch abchecken, wer es noch nicht gesehen hat. Ich bin als Teilnehmer nicht mit dabei, ist ja auch ganz logisch, Leute. Ja, erste Staffel ganz klar überlebt, zweite Staffel gerade so überlebt und in der dritten Staffel wirklich jämmerlich verreckt. Ja, kleiner Spaß am Rande, für mich war es nach 3 Jahren einfach mal an der Zeit, einen kleinen Perspektivwechsel zu haben. Ich hatte einfach Lust, ja, gemeinsam mit dem Team im Hintergrund an was Neuem zu arbeiten. Und ihr habt es ja schon mitbekommen, wir sind diesmal in einem Szenario, wir haben einen Flugzeugabschuss, wir haben andere Ausrüstungsregeln, neue Locations und da hatte ich einfach Lust, mit dabei zu sein und natürlich auch meine Experience, also ne, meine Erfahrung, die ich über 3 Jahre als Teilnehmer gesammelt habe, irgendwie mit in die Produktion und mit in die Orga reinzutragen, weil ich natürlich aus meiner Sicht als Teilnehmer ganz viele Sachen unterschiedlich empfunden habe und ja, einfach ein bisschen gute Informationen einstreuen kann, was eventuell wie ankommt, was das Thema Balancing angeht. Ich habe sicherlich ein bisschen Outdoor-Bushcraft-Erfahrung, Survival, Mühe vielleicht, aber das ist natürlich einfach, denke ich, eine gute Bereicherung dafür, um das Projekt nochmal auf ein anderes Level zu heben. Und das Wichtigste, ich habe einfach Bock drauf. Ne? Ich habe einfach Bock drauf, in der Orga mit dabei zu sein und für die 7 Teilnehmer ein geiles Projekt auf die Beine zu stellen und natürlich auch für euch da draußen als Zuschauer. Einige Leute, die mich vielleicht schon sehr, sehr lange, ja, mittlerweile seit über 10 Jahren verfolgen, wissen, dass ich vor meiner YouTube-Zeit sehr aktiver Geocacher war. Nicht nur, dass ich Geocaches gesucht habe, sondern ich habe selber Geocaches gebaut und da sogar sehr aufwendige Multicaches in Lost Places mit verschiedenen Stationen, mit Klettern, mit Abseilen, mit Videobotschaften, Funksprüchen und so weiter. Und das hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht und ich wollte tatsächlich in den letzten Jahren immer schon mal sowas Ähnliches für einen YouTube-Videoprojekt machen und von daher hat das jetzt sehr, sehr gut gepasst. Ich bin Teil der Orga, ich habe Bock drauf und freue mich einfach enorm auf Staffel 4. Was ist eigentlich meine persönliche Aufgabe? Klar, ich bin in der Orga und mit dem Team zusammen habe ich mir das Ganze ausgedacht, vorbereitet und ja wirklich dann auch vor Ort präpariert, was das Spielfeld und gewisse andere Sachen angeht. Aber ich bin ja auch einige Male im Gelände unterwegs vor Ort, unabhängig von den Teilnehmern. Ich habe da so eine ganz eigene Mission, könnte man sagen. Ich will es an der Stelle aber noch nicht ganz genau spoilern. Ihr werdet das sehen, ihr könnt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was es ist. Hinzu kommt natürlich, dass ich die Teilnehmer irgendwie in Empfang nehme, ne, sie auf das Ganze nochmal so kurz ein bisschen vorbereite, mental und die letzten Abschlussworte ihnen mit auf den Weg gebe. Zum Schluss bin ich natürlich auch mit am Start und eine Sache, das ist eigentlich noch viel wichtiger, die haben wir dieses Jahr auch verändert oder die wollen wir verändern. In den bisherigen Staffeln war es immer so, ein Teilnehmer ist ausgeschieden durch zum Beispiel einen Code Yellow und dann hat man die Abholung gesehen und dann gab es eine Grafik, grau, ein rotes X und es war vorbei. Und man hat sich immer noch so ein bisschen gefragt, ja, aber was war vielleicht genau der Grund, woran lag es, wie sind die Gedanken danach? Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass ich ein kleines Interview mit den Teilnehmern, die ausscheiden, führe, was wir dann auch in die Hauptserie reinschneiden. Das heißt, ich gehe noch mal ein bisschen in die Zuschauersicht und versuche, eure Gedanken, eure Fragen, die sich vielleicht ergeben haben, noch mal zu stellen, damit wir ein bisschen was rauskitzeln. Und dann können wir da das Ganze auch noch mal ein bisschen mit Content füllen. Das heißt, ich bin in allen Prozessen diesmal komplett mit involviert, habe da auch ein kleines Auge mit drüber. Max und Johannes sind wieder mit dabei, das komplette Produktionsteam ist mit am Start. Wir haben diesmal eine internationale Bergrettung mit am Start als Sicherheitskräfte. Wir haben Videoschnitt, wir haben Kameraleute, Drohnenoperator, Producer. Es ist wirklich ein großes Team, aber das brauchen wir auch, um hier einfach eine geile Serie zu produzieren. Das heißt, ich bin natürlich involviert in Location Scouting, Balancing System, was für Ausrüstung geben wir rein, die ganze Geschichte mit dem Flugzeug, meine Rolle, Videoschnitt und vieles, vieles mehr. Damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, seit Oktober 2023 arbeiten wir schon an der 4. Staffel. Natürlich alles ein bisschen unterm Radar, aber es gab unzählige Meetings online vor Ort. Wir haben uns teilweise ja, mehrere Tage irgendwo eingeschlossen, gebrainstormt, Flipcharts mit alles Mögliche durchüberlegt, recherchiert. Und ich muss sagen, ich bin einfach sehr, sehr stolz und ich habe ultra Bock drauf. Es macht sehr, sehr viel Spaß und ich bin bisher auch extrem stolz auf das ganze Team im Hintergrund. Jeder Einzelne leistet da seinen Beitrag und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, ja, ich bin irgendwie das Gesicht von Seven vs. Wild. Ich stehe vor der Kamera, ihr seht immer nur mich, aber ohne das Team im Hintergrund und die ganzen Leute wäre das alles überhaupt nicht möglich.
Eine Sache kann ich euch sagen, ich bin ja jetzt quasi in dieser anderen Rolle, also Teil der Orga und Produktion, und es gab bis zum jetzigen Zeitpunkt auch schon so einige Schwierigkeiten mal wieder, die bewerkstelligt werden mussten, und man merkt tatsächlich jetzt nochmal, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und eine Sache kann ich euch auch sagen, das Behind the Scenes macht wirklich nur so 10-15%. Selbst das ist nur ein Highlight aus dem, was im Hintergrund passiert. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir befinden uns jetzt gerade, beziehungsweise auch ja schon seit Wochen und Monaten in der Produktion, in der Vorbereitung. Und ihr merkt, dass sich viele Sachen auch verändern. Zum Beispiel, warum gab es keine Wildcard, keine normale Promophase? Das ist alles ein bisschen anders, aber dazu nutzen wir nochmal ein neues Video. Das werden wir im FAQ klären. Dazu also einfach nochmal eure ganzen offenen Fragen in die Kommentare schreiben. Bisschen durchlesen, gerne auch nach oben voten, was euch interessiert. Kanal abonnieren, und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich eure Fragen alle in Ruhe beantworten werde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.